Im Januar fand die Weltpremiere von Airlords of Airia in München, Leims größtem Filmpalast, dem neuen Rex, statt. Zu den geladenen Gästen gehörten auch zahlreiche Mitglieder der internationalen Steampunk-Szene, die mit ihren beeindruckenden Gewandungen und neuesten technischen Errungenschaften für Aufsehen sorgten. Nach der persönlichen Begrüßung durch den Regisseur wurde dem Publikum ein unvergleichliches kineastisches Spektakel geboten. Luftschiffschlachten, Piraten, schöne Frauen und grausame Ungeheuer. Da, die Husaren greifen an. Das Publikum tobt vor Begeisterung. Nach der Aufführung unterhält man sich angeregt bei einem Glas Sekt über das Meisterwerk. Der Regisseur bedankt sich für die Ovation und freut sich mit den Fans auf das Großfilmprojekt.